Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ebron ist wieder am Start und zwar bei der nächsten, Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um die schmalste und kleinste 10.000 mAh Power Delivery Powerbank. Das ganze Gerät gucken wir uns jetzt direkt mal an von TNTOR oder wie man die auch immer aussprechen mag. Ich bin jetzt mal sehr gespannt und zwar wurde mir ja schon öfters mal in den Kommentaren der letzten Monate zugeworfen, ob ich vielleicht so ein Ding mal ausprobieren könnte. Ich weiß nicht, bei welchem Video das war. Es könnte bei der Super Mini von Sendo gewesen sein. Da wurde geschrieben, es gibt eine noch kleinere Powerbank. Wir gucken mal ganz kurz rein und sehen, oh, die Verpackung ist auf jeden Fall größer als an sich die Powerbank. Das ist schon mal sehr schön. Die gibt es in Schwarz und Silber und ich habe jetzt hier an der Stelle die silberne mit schwarzen Akzenten. Hier vorne steht nochmal direkt drauf TNTOR. Ob es richtig ausgesprochen ist, ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, diese Powerbank ist wirklich ziemlich klein. Wie so ein Mini-iPhone, sage ich jetzt mal an der Stelle. Ich halte mal spaßhalber das S8 Plus daneben. Ja, ist schon ein deutlicher Unterschied. Also S8 Plus mit einem kleinen 3000 mAh Akku und das ist die 10.000 Power Delivery Watt Powerbank. Das ist schon echt eine ordentliche Sache. So, was haben wir denn vorne für Anschlüsse? Wir haben einmal einen Micro-USB, wir haben einmal einen USB-C und einen roten USB-A. Was bedeutet das an der Stelle? Das können wir uns ganz leicht daher leiten. Und zwar ist das eine 9 Volt Powerbank. Aha, sprich, die kann also 18 Watt in dem Moment raushauen, hat 38,5 Wattstunden bei 10.000 mAh. Und wir können über Micro-USB mit 2 Ampere bei 5 Volt aufladen. Und wir können mit Type-C aufladen bei 5 Volt und 2 Ampere. Jetzt frage ich mich, warum kann man denn Output bei USB mehr rausholen als beim Input? Das wird wahrscheinlich mit dem BMS, dem Battery Management System an der Stelle zusammenhängen, damit die hier nicht zu heiß wird, weil ja nicht sonderlich viel Platz ist. Hier oben, das ist Aluminium, auch Aluminium. An der Seite haben wir Kunststoff, das zieht sich einmal ringsrum und dementsprechend ist es dann auch das schon gewesen. Gucken wir mal ganz kurz rein, was wir hier sonst noch mit drin haben. Wir haben gleich zum Aufladen ein Micro-USB-Kabel, leider keinen Adapter oder ein USB-C-Kabel noch zusätzlich. Das hätte noch sein können, aber gut, man will sich ja hier nicht aus dem Fenster lehnen. Die Verpackung auch hier wieder wunderschön in Schwarz gehalten. Auch hier steht nochmal drin, der Input von den Geräten bei 5 Volt 2 Ampere und da steht witzigerweise 9 Volt 2 Ampere. Also ist es doch gar nicht, habe ich mich jetzt verlesen oder ist es einfach nur undeutlich gewesen, das hier rauszulesen. Wir haben Input, ach so, das gehört dazu. Gut, also haben wir Input 9 Volt 2 Ampere und 5 Volt 2 Ampere und Output, ach so, deswegen ist es jetzt bei 9 Volt 2 Ampere und maximal 12 Volt 1,5 Ampere, immer 18 Watt Input, Output. Jetzt habe ich es begriffen. Da muss ich das erstmal schwarz auf weiß lesen, beziehungsweise weiß auf schwarz. 175 Gramm leicht soll die Powerbank sein. Das will ich jetzt an der Stelle tatsächlich mal überprüfen, wenn die sich hier damit so rügen, die leichtesten und kompaktesten Powerbanks zu bauen, dann wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Sogar noch leichter als eigentlich angegeben. Wir haben 175 Gramm angegeben, wie wir hier so sehen, aber haben nur 173 Gramm, die sie tatsächlich aufs Parkett bringt. Als Beispiel habe ich die Takyka Myriad. Oh ja, Power Delivery, 10.000 mAh, dieselben Anschlüsse, aber schwerer. Wir gucken noch mal ganz kurz. Also wir sind da bei 218 Gramm. 173, der Formfaktor ist definitiv kleiner. Da haben sie sich auf jeden Fall richtig Mühe gegeben. Von der Höhe her, ja, auch minimal. Minimal, also 3 mm ist die Myriad hier, die Takyka, auf jeden Fall an der Stelle dicker. So, dann haben wir aber noch eine im Petto. Und zwar habe ich jetzt noch eine von Omars. Die Omars wiegt an der Stelle auch mehr. 205 Gramm hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil der Formfaktor auch von der Breite her derselbe ist. Fast, okay, ein bisschen ist der Unterschied an der Stelle da. Aber von der Länge her, auch hier wieder, gut, die hat natürlich zweimal USB-A Ausgänge und zweimal 18 Watt an der Stelle Ausgänge. Das geht an der Stelle schon mal ganz gut. Und, muss mal ganz kurz unten nochmal drauf schauen, habe ich mich jetzt hier hoffentlich nicht verhaspelt. Die beiden USB-C, USB-A haben tatsächlich, genau, 12 Volt, 1,5 Ampere, beide. Total ist aber 18 Watt Output. Also die können nicht beide 18 Watt ausputten, aber eine von denen auf jeden Fall. Sonst ist sie überfordert. Gut, ist die immer noch leichter und kleiner. Dann habe ich natürlich noch die Super Mini von Zendur. Das war ja ein Kickstarter-Projekt. Ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile auf Amazon gibt. 10.000 mAh, aber immer noch schwerer. Das ist ja witzig. Ja, man
wirbt er jetzt hiermit, dass man keinen Klotz am Bein haben möchte, wenn man das ganze Gerät jetzt mit sich tragen möchte, sprich die TNT Ohrpowerbank. Gucken wir uns das mal an vom Formfaktor her. Ist natürlich Welten, was dazwischen liegt. Also von der Dicke her brauchen wir gar nicht, ja, brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Da ist die doppelt so dick jetzt hier, die Sendur. Auch wenn sie schön kompakt gehalten ist, auch eine 18 Watt. Allerdings hat die hier nur einmal Input, also sprich Input, Output, Power Delivery 18 Watt und sprich auch hier nur dieses Zen 2.0 Plus. Und wir haben an der Stelle hier noch Micro-USB, welches es hier an der Stelle gar nicht gibt. Kann man mögen oder auch nicht, ist aber auch soweit kein Problem. Ach, ich wollte gerade sagen, kann doch nicht schon wieder leer sein. Wenn wir nochmal gucken, 173, ich wollte gerade sagen, ist jetzt schwerer geworden, zu die 186, okay, sind sozusagen eigentlich nur 13 Gramm an der Stelle mehr. Jetzt kommt eine ganz alte 10.000 mAh Powerbank von Easy Egg. Ja, da weiß man Bescheid. Also die hat natürlich dann auch nur zwei USB-Ausgänge. Einmal mit maximal 2,1 und einen mit 1 Ampere und Micro-USB-Input an der Stelle. Hier sieht man es nochmal klar und deutlich. Ich wollte den Vergleich an der Stelle bloß mal machen, bevor wir uns die Stromwerte hier anschauen, wie klein und kompakt diese Powerbank hier also wirklich ist. Gut, damit braucht man gar nicht mehr viel sagen. Da hat sich das Ding dann an der Stelle schon erledigt. So, jetzt bin ich aber mal ganz gespannt, was wir hier zusätzlich noch haben. Wir haben jetzt hier wirklich nur die Produktsize mit 10 mm Höhe, sprich 1 cm ist das Ganze hoch. Dann haben wir jetzt hier das Übliche, was eine Powerbank so hat. Wir haben die 4 LEDs. Das sind also 25% Schritte, wo uns angezeigt wird, wie gut das Ding funktioniert und wie viel Akkuspannung, nicht Akkuspannung, aber wie viel Kapazität wir noch drin haben. Sprich 2500, 2500 sind 5000. Dasselbe Spiel nach oben hoch nochmal, sind 4 mal 2500, sind die 10.000. So, jetzt bin ich aber ganz gespannt, was wir hier mit so einem Power Delivery Ladegerät reinprügeln können und was wir darüber auch wieder rausholen können. So, nachdem wir jetzt das erste Mal Strom abzapfen wollen, gehen wir mal direkt hier oben rein. Wir sehen, 5 Volt sind auf jeden Fall sofort am Stissel. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir gehen einfach mal in die 18 Watt Power Delivery Powerbank rein. Da schauen wir uns den Spaß mal an. Mal sehen, ob sie gleich hoch switcht auf 9 oder 12 Volt. 9 Volt sind auf jeden Fall schon mal dabei. Ah, hat also hier vorne dann also eine grüne LED, die uns signalisiert, dass sie nicht im normalen 5 Volt Strom arbeitet, sondern dementsprechend also auch im höheren Strom. Allerdings auch hier geht jetzt nicht die volle Sause durch. Das ist jetzt aber auch kein großes Problem. Wir switchen mal ganz kurz um und gehen einfach mal hier rauf auf die Myriad. Mal sehen, was die so sagt, ob die sich die 9 Volt schon genehmigt oder nicht. Die müsste ja dann auch dementsprechend, hier geht das grüne Licht an, hier geht das grüne Licht an. Wir sind auf jeden Fall schon mal bei 1 Ampere, bei 9 Volt, sind also 9 Watt in dem Moment. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, aber kommt auch nicht so viel bei raus. Okay, ich dachte ja, die 18 Watt sind auf jeden Fall dabei. Das heißt, wir schließen einfach mal direkt hier hinter der Kamera das nächste Ding an. Hatte ich nämlich schon das Kabel dran gemacht. So. Wir gehen mal direkt hier rein über USB-C. USB-C nimmt sich ja meistens mehr. Protokoll will immer mehr. Aha, okay, sind wir bei 5 Volt und 2 Ampere. Schon mal nicht schlecht, aber keine 9 Volt. 2 Ampere, sprich das grüne Licht leuchtet nicht. Hier geht es rein, einmal von rechts nach links. Naja, 2 Ampere sind zwar da, aber mehr kommt da nicht bei raus. Schade. Müssen wir mal ganz kurz hier reingehen. Wir brauchen ja schließlich einen Vergleich, wie die sich hier miteinander verstehen. Ja, höher geht sie. Auch 2 Ampere bei 5 Volt. Aber witzigerweise jetzt von USB-A auf USB-C nicht auf 9 Volt. Ah doch, da war es ganz kurz. Vielleicht hat es der ein oder andere eben gesehen. Da ist es wieder. Ah, es dauert eine Weile. Okay. Also 18 Watt Output, kein Problem. Liegt wieder an der Powerbank. Witzigerweise kann die hier mehr als die hier, die gerade leer ist, weil die ja nun schon fast voll ist und zieht sich trotzdem noch die 18 Watt direkt rein. Dann gucken wir mal kurz, ich weiß nicht, wie viel die hier noch annimmt. Wir werden es herausfinden über USB-C, ob die auch Power Delivery noch annimmt mit 9 Volt und 18 Watt oder ob die nur bei 5 Volt rumdümpelt. Wir drehen die mal rum. Müsste ja so gut wie voll sein, aber die spielt hier bei 5 Volt nur mit und nicht bei 9 Volt. Ist ja eine schwierige Angelegenheit, dass die hier alle mal rausgekitzelt werden. Funktioniert an der Stelle so nicht. Okay, dann haben wir das Ganze hier schon mal gesehen. Jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt wollen wir natürlich sehen, kann das Ding auch ein bisschen mehr über den USB-C-Port. So, wir schauen uns das Beispiel jetzt hier mal an. Wir gehen auch hier gleich nochmal rein in die Sendur. Super Mini, mal sehen, was die dazu sagt. Das muss jetzt natürlich sein. Leise Sequenz und du schnarchst da unten wieder, oder was?
Okay, auch hier geht hoch, 5 Volt, 2 Ampere knapp, also 9 Watt, aber keine 9 Volt, davon kann hier nicht die Rede sein. Nimmt also die Sendung hier an der Stelle nicht. Ah, doch, da. Jetzt ist aber was passiert. Also USB-C ballert direkt mit 12 Volt. Man sieht, hier ist das grüne Licht angegangen. Hier ist es egal. Aber wir sehen jetzt, wir sind bei 17,18 Watt. Das Ganze ballert jetzt hier rein mit 12 Volt und 1,467 Ampere, je nachdem, wie es gerade springt. 12 Volt, also für die kleine TNT-Uhr kein Problem. Ich nehme mal die Power Arc hier mit rein, was die hier so verkraften möchte. Oh, sie ist immer noch auf 12 Volt. Nimmt die das auch an, die Power Arc, oder macht sie es nicht? Sie nimmt es gar nicht an. Okay, wir können mal kurz probieren, dass die sich hier wieder resettet. Ansonsten kommen wir ja natürlich nicht weiter. So, nochmal das Ganze probieren. Ob da was passiert? Power Arc sagt nein. Okay, Power Arc sowieso gerade wie so ein bisschen wählerisch hier am Start. Da schmeißen wir dich raus. Also, wir haben gesehen, TNT-Uhr schafft auf jeden Fall die 12 Volt. Das hätte ich jetzt wirklich, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die müsste ja auch 912 Volt eigentlich schaffen. Sage ich mal ganz vorlaut. 2 Ampere bei 5 Volt. Jetzt geht sie bestimmt hoch auf. Geht sie hoch auf 9 Volt? Nein, macht sie nicht. Sie bleibt erstmal dabei. Es hängt immer stark von dem Ladeprotokoll ab, was die eine und die andere Powerbank dann verträgt oder auch raushauen möchte. Aber auch die sagt sich hier: Stopp, wir sind nur bei 5 Volt befreundet. Weiter geht jetzt hier an der Stelle nichts. Okay, wir können das ja nochmal trotzdem probieren. Aber auch hier wieder. Ah, da sind die 9 Volt. Siehst du? Komisch, das dauert immer eine Weile. Und wir haben jetzt 16 Watt. Gucken wir mal ganz kurz, unten ist es soweit. 16 Watt gehen rein, keine 12, aber immerhin die 9 Volt. Packt auch diese jetzt hier, die TNT-Uhr. Macht sich auf jeden Fall sehr beliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt bin ich gespannt, was hier bei der Omas noch passiert. Sofort auf 9 Volt, 2 Ampere, also 18,23 Watt. Gehen sofort hier raus, da rein. Also eigentlich mehr kann man doch davon nicht verlangen. Ist ja egal, ob 8, 9 oder 12 Volt, das spielt keine Geige. Wichtig ist, dass die Power auch ankommt und die kommt an. Da sind wenigstens die 2 Ampere direkt da. Da kann man an der Stelle nicht meckern. Vollgeladen sind solche 18 Watt Power Delivery Powerbanks immer in derselben Zeit, da die ja bis 80%, also bis zum vierten Strich, sage ich mal ganz knapp, immer noch voll laden und ab 80% wie beim Smartphone drunter drosseln. Das heißt, ungefähr 2,5 Stunden, 2,5 Stunden, dann sind die schon voll und irgendwas fiept. Oh, hier die. Hört man das? Die fiept. Die Technik da drin. Hier ist kein Ton. Die fiept nicht. Aber die hier fiept ganz schön ekelhaft. Das ist echt dolle. Das wäre noch gar nicht so vorher aufgefallen. Hoffentlich macht die nicht die Biege hier von den 18 Watt, weil die Ladeelektronik natürlich auch dabei gut belastet wird. Tja, damit ist es klar. Die kleine und stylische Powerbank ist auf jeden Fall die kleinste 10.000er. Und mit 18 Watt Power Delivery eine der leistungsstärksten, die ich jetzt in letzter Zeit so getestet habe. Wobei die kleinste, kann man sich streiten, ist eigentlich noch die Zendo Super Mini. Allerdings hat die den Nachteil, dass die halt einen klobigen Faktor hat und die sich hier wunderbar in der Tasche dann anschmiegen kann. Und dadurch, dass es auch Aluminium ist, das ist glaube ich nur Hartplastik, das fühlt sich so an, ja, und alles andere ist auch Hartplastik. Außer die hier nochmal von Power Arc, aber die streikt ja irgendwie generell. Jetzt ist das Fiepen endlich vorbei. Gott sei Dank. Ja, das ist also die Omas eindeutig gewesen. Gucken wir noch mal ganz kurz, ob da was kommt. Nix. Power Arc sagt einfach nein. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Also irgendwie geht kein Watt rein. Die lässt sich nicht aufladen. Zumindest nicht von der TNT-Uhr. Wobei die wieder ein Reset benötigt, damit die wieder weiß, ich gehe mal von dem 9-Volt-Faktor runter. Aber auch das bringt uns nichts. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz die Aufladung andererseits an. Natürlich passiert es gerade in dem Moment, möchte mich entschuldigen. Auch die Power Arc lässt 12 Volt zu. Wie könnte ich es auch nur anders sagen? 15 Watt gehen da rein, 1,3 Ampere und 12 Volt. Witzigerweise, nachdem ich jetzt gerade beide resettet habe, fängt die jetzt wirklich an zu laden und jetzt funktioniert das ganze Späßchen auch so, wie es sein soll. So, zur Aufladung. Ich gucke mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass die jetzt die auflädt, geht nicht. Habe ich mir schon fast so gedacht. Aber wieder hier die 12 Volt von da nach da. Da ballert die rein. Jetzt muss ich mal hier lange gedrückt halten. Mal sehen, ob das funktioniert, dass den Schub umkehrt. Aber ich glaube, das macht sie jetzt an der Stelle nicht. Nein, macht sie tatsächlich nicht. Okay. Dann müssen wir halt nochmal ein richtiges Ladegerät nehmen. Das heißt,
eins von Zendor direkt jetzt hier, welches ich jetzt hier habe. Das nutzt hier Power Delivery 18 Watt. Mal gucken. Jetzt müsste die ja aufgeladen werden und das tut sie auch. Jetzt lässt sie sich mit Power Delivery richtig aufladen. Und zwar, da sieht man es mit 15 Watt, die gehen direkt rein über USB-C 9 Volt, 1,74 Ampere. Sehr schön. Jetzt gucken wir uns den Spaß nochmal direkt an, was über Micro-USB reingeht. So, wir versuchen es direkt per Micro-USB auch aus dem Zendor Charger raus. Mal sehen, was da passiert. Ob wir uns da auch bei 9 Volt bewegen. Sofort wird es grün und wir laden mit 1 Ampere, also 9 Watt bei 1 Ampere und 9 Volt direkt rein. Das sieht schon mal ganz gut aus. Auch der müsste ja eigentlich die Power Delivery 18 Watt schaffen. Da können wir eigentlich nur Folgendes machen. Mal sehen, ob der hier die raushaut. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf irgendeiner Seite. Ja, aber auch 1 Ampere. Gut, müssen wir nochmal zur anderen Seite rüber. Wichtig ist, dass der Strom durchläuft. Das ist schon mal eine super Sache. Hier sind wir wieder bei 5 Volt. Okay, das ist der kleine Output. Dann gucken wir noch mal ganz kurz hier drüben rein, was die sagt. Wie viel schaffen wir darüber? Kommen da mehr als 5 Volt an der Stelle raus? Jo, auch die, oh, sogar etwas mehr. Die Sendo drückt mit fast 1,2 Ampere bei 9 Volt rein und sogar ein Stückchen höher, wie man jetzt hier so sieht. Das Ganze geht tendenziell hoch und runter. Auch nicht schlecht. Also auch da sind mehrere oder höhere Voltzahlen gar kein Problem. Das heißt, auch hier nochmal der letzte Anschluss bei der Takyka Powerbank. Mal sehen, was die so sagt, ob die nochmal, ja, auch 9 Volt hier. Allerdings auch knapp nur 1 Ampere, ist ja auch egal. Also über USB-C lässt sich das Ding richtig ratzeputz auf- und entladen. Da macht das auf jeden Fall schon Spaß, so wie ich hier empfinde. Und ich verabschiede mich an der Stelle und sage, TNT-Ohr hat auf jeden Fall die kleinste Powerbank mit maximaler Leistung, die mir derzeit Mitte 2020 unter die Finger gekommen ist. Und ihr habt ein paar Vergleiche gesehen von denen jetzt hier, was die so können. Da bin ich jetzt an der Stelle mal gespannt. Schreibt gerne mal eure Kommentare rein, was ihr davon so haltet, weil der Preis von knapp 30 Euro hält sich, sage ich mal, noch in Grenzen für eine Power Delivery Powerbank, die so flach ist, weil die hier gibt es, glaube ich, ab 18 Euro, 20 Euro immer so mal in dem Dreh. Die Omars Powerbank kann ich euch gerne unten alle in der Videobeschreibung verlinken und sage bis zum nächsten Mal und auf Wiederschauen.